Ahoi. Englisch-Deutsch? Ich würde jetzt auf Deutsch. Deutsch. Ja, das ist jetzt unser YouTube-Video ausgleich. Okay. Ja, es kann auch ein bisschen länger sein. Ja, und alles klar, dann sind wir gar nicht so in Eile. Ja, aber das Intro kommt von dir. Oder das Intro kommt von mir, okay. muss mich mal kurz eingrooven. Okay, dann fange ich an. Ahoi, wir sind Tea Addicts und unsere Mission ist es, euch und dich für richtig guten Tee zu begeistern. Ich bin Stefan und das ist Jürgen. Hi. Und heute geht es in dieser Ausgabe um Tee auf den Azoren. Charport Formoso und gucken uns hier die erste Teeplantage an. Ja, und ich habe gerade gesehen, wie Stefan hier zwischen den Büschen rumgerannt ist und dann habe ich ihm das gleich mal nachgemacht. Und was hast du da jetzt? So ein paar, one bud, one leaf, two leaves, one bud, Teeblätter gepflückt. Huch. Ja. Und Stefan hat auch schon richtig festgestellt, dass hier auch unterschiedliche Kultivare wachsen. Das sieht man jetzt bei mir nicht. Ich glaube, ich habe relativ einheitlich. Wir können da nochmal dahin gehen. Genau. Ne? Also man kann halt hier sehen, so ja, alles so ein schönes leuchtendes Grün. Ja, so ein helles Grün. Was ich jetzt auf der Hand habe. Und dann mischt sich hier so ein roter dazwischen. Ja. Ne? Und dann hast du hier noch irgendwo. Hier waren die dunklen. Der eine Busch. Ja, dieser hier vor allen Dingen. Weil wirklich auffällig ist, dass die Blätter auch, wo ich schon fast auf den ersten Blick gar nicht denken würde, dass es Tee ist. Ja. Also die Blätter sind irgendwie so richtig dickfleischig und diese Zacken sind so richtig, richtig ausgeprägt. So ein bisschen robuster, ne? Ja. That's a difference, alright. Und es kann jetzt auch sein, dass er hier so eine Alleinstellung hat und sich irgendwie so ein bisschen mehr so zur Wehr setzen muss. Ja. Ja, also hier weht auf jeden Fall Wind. Es ist regnerisch jetzt hier, also jetzt der Zeit geschuldet. Der Regenbogen ist leider schon wieder weg. Die sind schon wieder weg. Ja. Und hier kommt auf jeden Fall steife Meeresbrise rein. Und das sind auch so Faktoren, auf die wir so achten. Ne? Also wenn wir jetzt auf der Teeplantage stehen, das ist auf jeden Fall biozertifiziert hier. Und sieht auf den Blättern Fresh-Spuren. Und in den Reihen ist überall so ein Blättermoos, Blätterhumus. Biodünger. Ne? Das ist der Biodünger. Ja. Und also das Bio ist zu erkennen und wir sind hier auch einfach in der Natur. Ne? Und wir sind hier auch nicht irgendwie so hinterm Hügel, sondern wir sind hier in einem touristisch heißen Ort. Also hier jetzt irgendwie, nee, das macht man hier nicht. Das würde sich nicht lohnen. Das macht schon erstmal einen ziemlich guten Eindruck. Wir sind natürlich hier in der Nebensaison, also Pflückzeit ist von Mai bis Oktober. Ja. Das heißt, jetzt passiert hier eigentlich nichts, außer dass vielleicht ein bisschen Pflanzenpflege stattfindet. Ja, Pruning, Skiffing, also dass die Pflanzen eben runtergeschnitten werden und dann auf die kommende Saison vorbereitet werden. Das sieht man jetzt da drüben, da haben die jetzt angefangen. Das heißt, alles wird einmal mal glatt gestrichen, dass nächstes Jahr alles homogen dann zusammenwächst. Ne? Und hier hat es, wo wir jetzt hier ein paar Triebe für die frische Tasse machen, die haben schon mal geprunt, aber es ist halt jetzt einfach. Das ist schon wieder nachgewachsen. Wild nachgewachsen. Ja. Ja, und die Tatsache hier, dass wir irgendwie verschiedene Farbakzente, guck mal, wie hell der hier ist. Ja. Ja. Und in diesem Dunkel. Und hier glänzendes Blatt und hier nicht so. Hier wird auch dann per Samen gezogen oder wurde per Samen gezogen. Das ist jetzt nicht so eine Steckling-Schnellaktion. Und das, also ich finde sowas immer geil zu sehen, ne? Wenn hier so nicht so alles mega homogen ist, sondern so ein bisschen Vielfalt am Start ist. Ne? Ja. Und sieht das auch haptisch auch, ne? Dass man das auch wirklich sehen und erleben kann. Ja, wir haben uns jetzt auch schon so ein, zwei Samples geben lassen aus der diesjährigen Ernte. Die wollen wir mal noch probieren. Ja. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben schon einen Tee verkostet, das war so die Standardqualität, sag ich mal, und der war schon überraschend gut. Also du sagtest so florale Noten. Ja, hatte was von Darjeeling. Ja, so in so eine Richtung. Und also ich war schon positiv überrascht für das Visitor Center. Und es ist auch nicht groß hier, ne? Wir sprechen von einer Handvoll Fußballfelder hier. Ja. Und also Porto Formosa war für mich schon eine Überraschung, weil viele Leute sagten, es gibt nur eine große auf Azoren. Ja. Wir haben jetzt heute gehört von Holger, dass hier ein richtig spannendes Projekt im Aufbau ist,
Und wir haben Porto Formoso, die kleine, der kleine Unbekannte hier. Ja, und die, wie wir gerade im Video gesehen haben, eigentlich bis zu den 80ern nur produziert haben. Dann hatten sie eine lange Pause und jetzt in 2000er Jahren wieder angefangen haben. Genau. Und dieses staatliche, Forschungsprojekt. Ja, das finde ich very interesting. Genau, und da soll so richtig hochwertig produziert werden. Und die Tees gehen per Auktion raus mit mehreren hundert Euro in Kilopreisen. Also das ist richtig spannend. Ja, und halt eine ganz, ganz kleine Produktionsmenge. Jahresproduktionsmenge von wenigen hundert Kilo. Ja, also das ist mehr, kann man eher so als Versuchs- oder als Experiment noch ansehen. Ja. Ja, auf jeden Fall ist diese Insel wirklich sehr spannend. Es ist auch, man kann auch, wir sind gestern aus dem Flieger gestiegen, ich hatte, alles war sofort klamm. Ja. Ja, hier ist Teewetter. Ja. Das ist hier, ne, das Kraut will wachsen. Das kann man hier richtig sehen. Ne? Und, ja. Und hier sind viele, viele freie Weideflächen. Also ja. Grünen Wiesen, die man zwischendrin überall sind. Ja, und es ist sehr fruchtbares Land. Das heißt, man könnte auf diesen freien Weideflächen durchaus auch mal noch die eine oder andere Teepflanze ziehen. Ja, ich gehe mal hier, ich mache nochmal einen Schwenk in die... Genau, man sieht jetzt hier überall, wir sind hier im Auto eine halbe Stunde hergefahren, überall sind Weideflächen, einfach so eine grüne Weidefläche mit dunkler Erde drunter. Und ne, ich vermute, hier gibt es dann überall diese Vulkanmineralität. Ja. Und dass es den Teepflanzen gut tut, oder dass die das hier, die finden das geil hier. Ja. Wenn ich mir anschaue, wie viele Blüten hier rauskommen wollen. Ne? Hier ist noch ist in zwei voll. Wochen ist hier ein Blütenmeer. Ja. Das ist ja alles weiß. Ja, es ist, sieht sehr gesund aus. Ja, und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Und wir sagen das danke fürs Zusehen. Das sind unsere 10 Minuten zum Freitagsvideo. Und bis zum nächsten Mal. Die nächsten Schnipsel oder die nächsten Informationen gibt es dann über Instagram. Ne? Da werden wir jetzt jeden Tag 2-3 Sachen funken. Und ja, das ist jetzt nur der Anfang. Bye bye. Genieße euren Tee diese Tage. So, da ist der Regenbogen wieder.